Heute habe ich einen spannenden ETF für euch, und zwar den Xtrackers MSCI World Consumer Staples ETF. Und ich bin im letzten Video, in einem der letzten Videos, schon mal auf den Landwirtschafts-ETF eingegangen und habe dort gesagt, dass gerade in der aktuellen Phase, in der schwierigen Bärenmarktphase, solche Basiskonsumgüter-ETF ja eine sehr gute Beimischung fürs Depot sein können. Und der Consumer Staples ETF ist genau das in Reinform, nämlich ein Basiskonsumgüter-ETF. Deswegen schauen wir uns den heute mal an, und als allererstes geht es natürlich zur Rendite. Dort haben wir ja gute 7% Rendite im letzten Jahr gemacht. Über die letzten 3 Jahre haben wir knapp 22% Rendite gemacht. Über die letzten 5 Jahre knapp über 30%. Und seit der Auflage im Jahr 2016 sind wir bei 45%. Und wenn wir das jetzt mit dem MSCI World vergleichen, sehen wir, dass er über die längeren Laufzeiten von 3, 5 Jahren und seit der Auflage eine schlechtere Performance erzielt hat. Aber während des letzten Jahres in dieser Bärenmarktphase ist er um 7% besser als der MSCI World gelaufen. Und das zeigt natürlich die Ausrichtung des ETFs. Grundsätzlich ist er aber immer schlechter gelaufen als der Agribusiness ETF, also als der Landwirtschafts-ETF, der dort anscheinend einfach eine bessere Performance hinlegen konnte durch die Auswahl der Unternehmen, die da drin sind. Die Landwirtschaft scheint in dem Moment einfach besser gelaufen zu sein. Wenn du übrigens auch selbst immer besser werden willst und Überrenditen erzielen willst, dann kannst du auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Dort findest du mich unter @finanzenmitfuchs, und dort gibt es täglich solchen Content in den Stories, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten schauen wir uns mal die Branchen an. Und zwar haben wir hier die Lebensmittelbranche auf Platz 1, also abgepackte Lebensmittel und Fleisch. Ich denke, das ist klar, Basiskonsumgut Nummer 1, das brauchen wir einfach zum Leben. Dort wird auch sich nicht allzu viel ändern, selbst in Krisenzeiten. Die zweite Branche sind die Haushaltsartikel, direkt danach Erfrischungsgetränke. Und was meiner Meinung nach noch wichtig zu erwähnen ist, 10% des ETFs bestehen aus Tabakwerten. Für einige Leute kann das natürlich abschreckend wirken, und die sollten dann definitiv nicht in den ETF investieren, weil es gibt genug ETFs, wo auch extra die Tabakbranche zum Beispiel ausgeschlossen ist, eben aus dem Grund, dass nicht jeder dort investieren möchte. Und für die Leute ist es halt garantiert nichts. Die Länderverteilung. Die USA ist mit 58% dabei, Großbritannien ist mit 11% dabei, die Schweiz mit 9%, Japan mit 5%. Nichts Überraschendes meiner Meinung nach. Deutschland ist relativ weit hinten mit dabei, mit unter 1%. Also in den Basiskonsumgütern haben wir nicht allzu viel zu melden. Aber da gibt es jetzt meiner Meinung nach nichts überragend Abwegiges. Zu den Unternehmen, die da drin sind. Procter & Gamble ist ganz vorne dabei, direkt gefolgt von Nestlé, und hier ist vielleicht schon der zweite Stolperstein für viele Leute. Nestlé mit über 8% Gewichtung ist natürlich ein ganz schönes Brett, und für viele Leute ist das halt ein absolutes No-Go, in den Konzern zu investieren. Deswegen wäre das wahrscheinlich die zweite Red Flag, eben nicht in den ETF zu investieren. Danach kommen Coca-Cola, PepsiCo, Costco, Walmart, also so klassische, sehr etablierte, sehr große Unternehmen, die seit Jahren konstant ihre Milliardenumsätze auch machen und auch meistens oder die meisten von denen sogar zu den Dividendenaristokraten zählen. Dividendenaristokraten sind diejenigen, die über die letzten 25 Jahre ihre Dividende kontinuierlich jedes Jahr angehoben haben und einfach eine verlässliche Quelle für Dividendeneinnahmen sind. Also für viele Dividendenjäger, für viele Jäger von sehr etablierten und stabilen Unternehmen kann der ETF an der Form wieder sehr, sehr interessant sein. Wenn wir uns jetzt die Daten anschauen, sehen wir, der ETF ist seit dem 9. März 2016 aufgelegt, also sind schon gute 6 Jahre vergangen. Also haben wir schon mal ein gutes Backtracking und kann sehen, dass er in Ordnung gelaufen ist. Wir haben 0,25% Total Expense Ratio, also ist er auch relativ günstig. Er ist physisch repliziert, also die Werte, die im Index sind, sind auch wirklich in den ETF gekauft. Die Aktien sind quasi wirklich physisch vorhanden. Und er ist thesaurierend. Hier gibt es meiner Meinung nach 2 sinnvolle Möglichkeiten bei dem ETF, weil es sind ja eben diese Dividendenaristokraten drin. Also kann es ja auch Sinn machen, dass gezahlte Dividenden auch wirklich ausgezahlt werden und eben nicht thesaurierend wieder angelegt werden. Weil halt die Strategie von der Person, die in den ETF investiert, einfach so ist. Thesaurierend ist natürlich auch der Vorteil, dass die Dividenden nicht erst ausgezahlt werden, nicht erst versteuert werden und direkt wieder angelegt werden und das alles wieder für dich arbeiten kann, der Zinseszins quasi verstärkt wird. Jedem seine eigenen, oder jeder darf das natürlich selbst entscheiden, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die ausschüttende Variante für viele interessant ist.
US-Dollar ist die Fondswährung. 602 Millionen Euro sind dort an Fondsvermögen vorhanden. Also der ist auch schon ausreichend groß und ist in 113 Positionen drin. Ist jetzt nicht allzu viel, aber dadurch, dass das alles, wie gesagt, sehr etablierte Unternehmen sind und sehr stabile Unternehmen sind, sieht man auch an der Stabilität des ETFs an sich, tut das jetzt keinen Abbruch, dass es halt nur so wenige Unternehmen dort drin sind. Von daher vollkommen okay, meiner Meinung nach. Ähnliche ETFs habe ich auch schon mal rausgesucht. Das ist, wie gesagt, der Agribusiness ETF. Den habe ich schon mal vorgestellt in einem meiner Videos. Dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und es gibt noch drei weitere ETFs auf genau diesen Index wie der X-Trackers hier. Und einer davon ist sogar ausschüttend. Das ist der von iShares. Und bei dem können wir eben die gerade angesprochene Strategie verwenden und sagen, okay, wenn du Lust hast, die Dividenden zu kassieren, dann wäre das wahrscheinlich deine Wahl, weil der Index ja grundsätzlich der gleiche ist. Es gibt außerdem noch den Sustainable Future Food ETF, der, wie der Name eigentlich schon sagt, auf nachhaltige Essensgewinnung, nachhaltige Nahrungsmittel setzt. Und der ist nicht sehr gut gelaufen seit seiner Auflage. Die Auflage ist aber auch erst ein Jahr her. Von daher, vielleicht tut sich da noch was. Den muss man natürlich mal beobachten, wenn er schon ein bisschen länger Backtracking hat und wir ein bisschen länger sehen, was oder wie er sich entwickelt hat. Zu den Brokern, bei denen du dort investieren kannst. Dort sind die Klassiker dabei, Scalable, Trade Republic, Flatex, ING, Consorsbank. Alles auch kostenlos besparbar, also überhaupt kein Problem. Kannst du überall ganz entspannt besparen. Und wenn du noch kein Depot hast und den Kanal unterstützen willst, dann kannst du dein Depot gerne über die Links in der Videobeschreibung eröffnen, damit du die kostenlose Vermittlung von Wissen hier weiter mit unterstützen kannst. Zu einem kurzen Fazit. Der ETF hat ein sehr flaches Wachstum hingelegt. Das ist auch das Kennzeichen des ETFs. Der ist eher so ein Anker im Depot, wie gesagt, dass er auch in schlechten Phasen durchhält. In guten Phasen hast du natürlich dann ein Stück weit das Problem, dass du die Überrenditen liegen lässt. Also es ist dort kein Apple, kein Amazon, kein Tesla oder sonstige Wachstumstreiber drin, sondern es sind wirklich diese langweiligen Unternehmen, in Anführungsstrichen. Investieren ist aber auch langweilig, wenn man es richtig macht. Von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Da gibt es gar nicht so die Achterbahnfahrt der Gefühle, sondern einfach ein konstantes Wachstum. Gerade in Krisenzeiten, wie gesagt, extrem wichtig, extrem guter Anker. Der Hinweis, den ich vorhin genannt habe, möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen. Der ETF, den gibt es auch in ausschüttend. Also wenn du auf die Dividenden stehst, wenn du die Dividenden mitnehmen willst, dann wäre das wahrscheinlich deine Wahl, den ETF von iShares zu nutzen. Bisher ist der ETF noch nicht in meinem Depot, aber in dem Depot einiger meiner Mandanten, die eben genau auf diese Sicherheit gelegt haben, die gesagt haben, sie wollen einen sicheren Anker, sie wollen was immer funktioniert sozusagen. Das ist ja so der Leitspruch bei Basiskonsumgütern, was immer gebraucht wird und stabile Unternehmen, die seit vielen Jahren etabliert am Markt sind. Und genau das bildet der ETF definitiv ab. Trotz der wenigen Schwankungen sind auch wenige Unternehmen im ETF, aber die sind, wie schon gesagt, sehr, sehr etabliert. Extrem stabil, egal was jetzt Umsatz angeht, ob es Gewinne angeht, ob es die Dauer, die Unternehmen am Markt sind, angeht. Sie sind in jedem Punkt schon sehr, sehr lange etabliert und Marktführer in ihrem jeweiligen Bereich. Minuspunkt ist natürlich wieder das Thema Tabak und Nestlé, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Dort müsst ihr euch natürlich einig sein, kommt ihr damit klar, dass dort investiert wird, euer Geld oder eben nicht. Das soll es zum ETF gewesen sein. Wenn du Interesse an weiteren Analysen hast, dann schau gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.